Asien. Eine exotische Destination, die mich immer schon fasziniert hat und nicht aufhält, mich zu begeistern. Das für und allem, wenn es dem Essen. Die asiatische Küche ist also so vielfältig und variiert, ich kriege einfach nicht genug davon. Seit einer 10 Jahren reise ich regelmäßig an Asien, wenn ich einen Tapetenwechsel von daheim brauche und neue Inspirationen sehe. An das Kehr holen ich euch mit auf Dresd. An dieser Saison geht es um drei Destinationen, die mich zu Dave's faszinieren und meine Prost zu kochen inspirieren. Ich gehe auf sich nur neue Ingredienten, frische Ideen und für und allem super Essen. Mein Reis fährt mich auf Bangkok, ein Streetfood-Heaven, wo ihn sich auf alle Ecken den Bauch vollstoppen kann. Es geht auf Hongkong, wo ihn ein exzellent chinesisch Küche findet. Und ich könnte nicht an Asien reisen, ohne auch auf Tokio zu gehen, wo es definitiv mehr wie nur Sushi gibt. An all Stadt treffe ich auch einen Lützebäuer Expert, den der Platz sein neues Zuhause gemacht hat. Sie zählen mir, wie es ist, an dieser Großstadt zu leben, und weisen mir hier Lieblingsplätze. Zu Hongkong verbringe ich einen Tag mit Mimi Ho, eine Lützebäuerin mit chinesischen Originen, was hier am Restaurants-Business schafft. Pierre Metz ist auch an der Restauration tätig, dazu Bangkok, wo hier auch als Weinimportateur aktiv ist. Und zu Tokio fand ich direkt zwei sympathische Experts. Der Kevin Zaleski, den am Space Mining schafft, und der Student Kenichi Breden, den ein Riesenfan von Wagyu Beef ist. Also, macht ihr Sprat für puren Asia-Genuss. Es geht los mit meiner absoluter Lieblingsstadt an Asien, Bangkok.